Hier sind wunderschöne Glasstelen. Auf den Glasstelen sind eingraviert die Artikel 1 bis 19. Artikel 1 bis 19 sind gewissermaßen die Menschenrechte. Aus diesen Menschenrechten herausgehoben ist aber die Staatsstruktur, die steht in Artikel 20. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer, sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt und so weiter und so fort. Das steht hier. Das haben wir dazugestellt, weil dann erst das Grundgesetz vollkommen ist. Weil Menschenrechte ohne einen Staat, der daraus gehoben ist und dafür bürgt, dass sie eingehalten werden, sind eine leere Nummer, sind ein leeres Versprechen. Und ein Staat ohne Menschenrechte ist eine Diktatur. Also das ist das Grundmotiv. Wir machen es, weil die Staatsstruktur sich im Auflösen ist, und zwar massiv im Auflösen ist. Das Demokratieprinzip wird auf allen Ebenen immer unterbrochen. Man denke zum Beispiel daran, TTIP, da ist keine demokratische Kontrolle und überhaupt nichts mehr dahinter. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, das kann man heute übersetzen mit alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus, das trifft viel mehr. Wenn man sagt, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen die Staatsgewalt ausgeübt, dann kann man heute sagen, sie wird in verschlossenen Hinterzimmern mit Geheimverträgen ausgeübt. Und wenn es dann heißt, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, heute ist die Gesetzgebung ganz deutlich an die Vorteile der Wirtschaft gebunden. Also ab hier beginnt jetzt ein neuer Teil der Aktion. Bis jetzt war eine öffentliche Versammlung angemeldet. Das heißt, bisher stand die Stele hier legal. Jetzt ist die Versammlung aufgelöst, ist auch fast keiner mehr da. Ab jetzt ist die Stele illegal. Das heißt, sie wird weggeräumt werden von der Polizei. Aber ich bleibe dabei. Das heißt, ich werde mich jetzt hierher verfügen. Ich werde hier bleiben, bis sie weggeräumt wird und mich mit wegräumen lassen. Das Bild ist, dass wenn das Grundgesetz genommen wird, alle Menschen schutzlos sind. Unsere Politiker haben sich von uns abgenabelt. Sie sind unser Personal, diejenigen, die durchzuführen haben, dass das wieder stimmt, wie es im Grundgesetz steht.